Kultur stand in den letzten Tagen ganz im Zeichen der Museen. Wir hatten am Samstag eine eigenständige Museumsnacht mit einem hervorragenden Publikumszuspruch. Fast 10.000 Menschen sind aus Freiburg und der Region in unsere Museen geströmt und sie waren hochzufrieden mit dem Programm, was ihnen die fünf Museen zu bieten hatten. Gleichzeitig bin ich auch ganz froh, dass wir am Dienstag im Gemeinderat die Nachfolgeentscheidung für Herrn Dr. Ludig vom Museum für Neue Kunst getroffen haben. Mit Frau Dr. Lietz hat der Gemeinderat eine hervorragende Entscheidung getroffen. Sie ist derzeit Projektleiterin bei der Documenta, war in einem Ministerium, hat andere Kunsttage organisiert und nach der Ära Ludig freuen wir uns jetzt auf eine neue Ära, Frau Dr. Lietz. Als Verwaltungsratsmitglied des Studentenwerks und als Sozialbürgermeister durfte ich vergangene Woche den Spatenstich eines neuen Wohnheimes bei der neuen Technischen Fakultät am Flughafen machen. Das ist ein Projekt, was zusätzlich günstigen Wohnraum für Studenten schafft und es integriert eine Kindertagesstätte. Vor allem es sind 6 Gruppen für unter Dreijährige mit dabei. Also insofern schaffen wir damit auch zusätzliche Plätze für die ganz Kleinen bzw. das Studentenwerk Universität schafft dies. Und da bin ich auch schon bei einem Thema, was die Stadt die nächsten Monate und Jahre noch beschäftigen wird. Wir brauchen mehr geförderten Wohnungsbau. Wir brauchen auch diesen geförderten Wohnungsbau in Stadtteilen, in denen ein solcher günstiger, geförderter Wohnungsbau wegfällt. Ich erinnere daran, Johann Sebastian Bachstraße werden jetzt Häuser abgerissen und wir müssen schauen, dass wir auch im Norden und im Osten, dass wir hier geförderten Wohnraum schaffen, weil wir können es nicht zulassen, dass eine Segregation entsteht. Das heißt, dass nur noch Wohnraum für einkommensschwache Familien, Personen im Westen entstehen. Und das wird eine Herausforderung der Politik in der nächsten Zeit sein, indem ich mich als Sozialbürgermeister, als auch zuständiger Bürgermeister für die Wohnraumversorgung gern einbringen werde.